Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Ich stehe hier auf der Spiel am Stand von Deprint Games und bei mir ist der Matthias. Ja, guten Morgen. Matthias, in der Pandemie gab es alle möglichen Schwierigkeiten und so weiter, aber jetzt findet endlich wieder eine Messe statt. Ja. Was ist denn das, worüber du dich hier am allermeisten freust, dass es jetzt endlich wieder losgeht? Tatsächlich freue ich mich am meisten darüber, endlich mal wieder die Menschen zu treffen, die ich jetzt 2 Jahre lang nicht gesehen habe. Tatsächlich zu sehen, dass es denen auch allen gut geht, mal wieder irgendwie sich irgendwie herzlich so auf Abstand näher zu kommen. Das habe ich sehr vermisst. Also auch wenn ich jemand bin, der gerne Solo spielt, die Geselligkeit ist mir wichtig. Ja, uns geht es ja auch so. Jetzt ist Deprint ein Verlag, der ist ja noch relativ jung. Ihr wurdet Anfang letzten Jahres gegründet, also kurz vor der Pandemie. Inwiefern hat jetzt die Pandemie dieses Verlagswachstum, das Bekanntwerden des Verlages beeinflusst? Ich glaube, mehr als wir wollten. Also das ist natürlich gefühlt der dümmste Zeitpunkt, um einen Verlag rauszubringen irgendwie. Wir hatten so viele Pläne, wir wollten bei verschiedensten Veranstaltungen dabei sein. Wir wollten gucken, dass wir den Leuten auch zeigen, was wir alles machen wollen. Das ist auf der einen Seite natürlich alles weggefallen. Wir mussten gucken, dass wir alles irgendwie von unserem stillen Kämmerlein machen. Und das ist uns natürlich dann nicht so gut gelungen. Auf der anderen Seite, und das ist auch viel, viel schwieriger ist, wir wollten eigentlich auch möglichst tolle Spiele in allen Bereichen bringen, auch in Expertenbereichen. Und das zu testen, das war das größte Problem, weil wir konnten das nicht irgendwie mit irgendwelchen Spielegruppen testen, mit denen wir alle spielen wollten, sondern wir mussten das online machen, was viel langsamer geht und auch in der Entwicklung dadurch mehr Zeit gefressen hat, als wir wollten. Genau, weil ich erinnere mich am Anfang, als Deprint gegründet wurde, haben wir uns in Nürnberg unterhalten über Deprint Games und hast du gesagt, Deprint Games steht für tiefe Fußabdrücke von hochkomplexen Spielen. Bisher kam ja noch kein hochkomplexes raus. Jetzt habt ihr mit Corrosion das erste angekündigt, was demnächst dann auch erscheinen wird. Wollt ihr denn in Zukunft eher nur noch hochkomplexe Spiele machen oder wollt ihr eben auch weiter die Familienspiele-Sparte bedienen? Also wir wollten auf jeden Fall zeigen, wir machen alle Spiele mit einer tiefen Entwicklung. Wir setzen sie nicht einfach so auf den Markt und sagen, hey, das sieht gut aus und wir kleistern dann auch irgendwelche schönen Bilderchen drauf. Sondern uns war es wichtig, wir fassen jedes Teil von diesem Spiel an. Wir gucken nach, dass wir da entwicklungstechnisch schauen, was kann man noch rundschleifen, was kann man noch verbessern. Und da geht es jetzt dann nicht nur um die komplexen Spiele, aber natürlich wollten wir auch zeigen, wir sind ein Team, das hat vorher in vorherigen Verlagen in dieser Zusammensetzung schon total spannende Expertenspiele gemacht. Und auch das sollte eins unserer Standbeine sein. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber Corrosion ist jetzt der erste Titel. Und wir werden auch weiterhin Expertenspiele machen, aber wir werden auch weiterhin ein buntes Programm bringen. Also wir wollen ein Familienspiel im Jahr, wir wollen ein Expertenspiel im Jahr, wir wollen auch ein Kennerspiel im Jahr. Wir wollen da wirklich die bunte Mischung machen und wir versuchen das auch gerade im Scouting zu beachten. So, was fehlt uns, wo können wir noch gucken, was schauen wir nochmal? Und am Ende dann tatsächlich zu sagen, wir sind jetzt nicht nur die tiefen Expertenspiele, aber die Expertenspiele, die wir bringen, da solltet ihr einen Blick drauf werfen. Jetzt hast du ja schon angesprochen, in der Pandemie war das Testen von Expertenspielen besonders schwierig natürlich. Aber es gab ja nicht nur diese Probleme, sondern auch Lieferkettenprobleme. Kannst du mal für den Zuschauer erklären, was genau eigentlich diese Lieferkettenprobleme sind und wie sehr sie euch betroffen haben? Tatsächlich etwas mehr, als uns lieb ist. Also das große Problem ist, wenn wir mit den Partnern reden, dann arbeitet man ja immer so mit, hey, wir produzieren das und ihr holt das dann von der Fabrik ab. Und dann kommen die Partner und sagen so, ganz ehrlich, wir haben das Problem, das muss erstmal bei der Fabrik stehen, weil wir kriegen kein Schiff. Und selbst wenn wir ein Schiff kriegen, ist das verdammt teuer. Also das sind so Verzögerungen, dass einige Projekte deutlich mehr Zeit gekostet haben, als uns lieb ist. Wenn wir letztes Jahr hatten wir Renature, da hatten wir einen ersten Print, wir hatten einen zweiten Print. Und die Partner, die damals mit eingestiegen sind, die haben effektiv 12 Monate gebraucht, bis sie ihre Spiele hatten. Dazu kommt, dass die Rohstoffpreise erhöht sind. Es ist schwieriger, Karten zu drucken. Es ist schwieriger, mit Holz zu arbeiten. Und gerade Holz ist etwas, was wir sehr gerne drin haben. Wir haben in Juicy Fruits richtig schöne, dicke Holzsteinchen drin. Wir versuchen auch in dem Bereich zu zeigen, dass man was machen kann. Wir gucken, dass wir mit FSC-Holz arbeiten, damit das möglichst gut für die Umwelt ist. Und das sind alles so Probleme, die bei uns damit reinkommen. Und dann kommt halt also mit Knappheit an Rohstoff, mit Schwierigkeiten im Lieferbereich, kommen natürlich auch Preiserhöhungen, die wir bis jetzt versuchen zu vermeiden. Keine Ahnung, ob wir das lange schaffen.
Du hast jetzt gerade selber schon ein bisschen die Nachhaltigkeit angesprochen. Die ist euch ja auch sehr wichtig. Steckt ja auch irgendwie ein bisschen in Deep Print drin. Warum ist euch die Nachhaltigkeit so wichtig und was macht ihr dafür? Ein bisschen hast du es ja auch schon angesprochen, aber da gibt es ja sicher noch mehr. Genau, also wir haben zum Beispiel versucht, auf Zipbeutel zu verzichten. Das wird uns vielleicht nicht immer gelingen, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass das Spiel irgendwie bezahlbar ist. Aber warum sollten wir einen Zipbeutel eintun, wenn es auch einen Stoffbeutel tut? Warum sollten wir da mit irgendwelchen extra Sachen arbeiten, die wir uns sparen können? Wir versuchen, das Holz möglichst nachhaltig zu machen. Wir versuchen, die Pappe möglichst nachhaltig zu machen. Wir versuchen, auf bestimmte Glasuren zu verzichten, die nicht nachhaltig sind. Wir sind da im Gespräch mit mehreren Druckern. Wir schauen, was von denen möglich ist. Wir schauen nach, können wir vielleicht auf anderes Material nutzen, irgendwelches Recycelte. Das ist aber leider ein sehr, sehr langsamer, langwieriger Prozess, der auch uns persönlich zu langsam geht. Aber wir sind da auch im Gespräch mit anderen Partnern, schauen, was können wir machen. Weil Umwelt ist einfach mal ein wichtiges Thema. Wenn wir keine Umwelt mehr haben, und dann haben wir auch keine Kunden und dann haben wir auch kein Business. Und das kann nicht funktionieren. Ja, ich finde es auch so wichtig. Und ich finde es schön, wenn immer mehr Verlage auch darauf achten. Dann gibt es ein Umdenken, glaube ich, auch in der ganzen Szene und auch bei den Produzenten. Und dann wird es hoffentlich auch einfacher, nachhaltiger zu produzieren. So, jetzt wollen wir aber natürlich auch nochmal über eure Spiele sprechen. Corrosion hast du schon angesprochen, aber wir fangen an mit dem Spiel, was ihr hier zur Messe mitgebracht habt, nämlich Savannah Park, und erzähl uns doch ein bisschen was darüber. Ja, Savannah Park, das war ein Spiel, das hatten uns Kramer und Kiesling gezeigt, wo wir da saßen und dachten so, boah, das ist aber schön einfach. Und das größte Problem war es, ein schönes, passendes Thema zu finden. Das war erst Bauernhof. Das fanden wir ein bisschen zu kindlich. Und da waren auch noch so ein, zwei Regelprobleme drin. Und wir hatten dann lange überlegt, so gehen wir vielleicht auf Vögel. Aber das wirkt uns dann zu abgedroschen, weil mit Flügelschlag gibt es ein ganz, ganz tolles Spiel über Vögel. Da müssen wir uns jetzt nicht gefühlt reinkopieren. Und wir sind dann tatsächlich bei Savannatieren gelandet, weil es auch bestimmte Elemente in dem Spiel einfach runder machten und zusammenpassten. Wir haben da diese Wasserlöcher, da wollen die Tiere hin, wir wollen, dass sie zusammenkommen. Und wir haben eigentlich eine ganz, ganz einfache Mechanik, die man aus anderen Spielen kennt. Aber die haben wir so innovativ geändert, dass tatsächlich da ein Spiel rausgekommen ist, was sich ganz neu anfühlt. Und genau das auch wunderbar transportiert. Dieses, der eine wählt, alle anderen müssen dasselbe teilnehmen. Aber dadurch, dass es nicht bei allen an derselben Position ist, man es nicht frei legen kann, sondern gewisse Zwänge hat, da kommen einfach auch interaktive Elemente rein. Man hat diese Menschen, die dann so sagen, wie kannst du nur, das ist zu früh, all diese Sachen. Das ist einfach auch Emotionen am Tisch und das mit einem relativ einfachen Mittel. Und das hat uns so überzeugt und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das machen konnten. Ja, ich habe es auch schon gespielt und kann das genau bestätigen, was du gesagt hast. Natürlich ganz heiß erwartet ist Corrosion, euer erstes Expertenspiel. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Jetzt darfst du endlich auch erzählen, worum es da geht und was da auch der Kernmechanismus ist. Also es geht darum, wir spielen Ingenieurinnen und wir versuchen uns in einer leichten, in einer Welt, in der halt viele Sachen auch leider vor die Hunde gehen, irgendwie mit denen zu arbeiten, was wir haben, bevor es uns halt wegrostet. Also das Spiel wurde uns damals auch als Rost vorgestellt und das Thema hat uns sofort überzeugt. Wir fanden, das war auch total gut umgesetzt. Man hat verschiedene Zahnräder, mit denen man arbeiten muss, aber von denen halt welche wegrosten. Man hat verschiedene Maschinen, die man bauen kann, aber die auch nur für eine bestimmte Zeit da sind, bevor sie wieder wegrosten. Und man ist immer noch auf der Suche sozusagen, ah, kriege ich das hin, dass ich da Chromräder kriege, dass ich Chrommaschinen bauen kann, die einfach langhaltiger wirken und die mir vielleicht auch dann tatsächlich Effekte geben. Und dieses Gefühl, einen Engine-Builder zu haben, der aber halt nur temporär ist, das fanden wir so überzeugend. Und wir haben da tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, um das Ganze rund zu machen, um die Welt, die da der Autor sich überlegt hat, auch auszuschmücken. Und wir sind auch total stolz darauf, dass wir also da auch, also sowohl der Autor als auch unsere Entwicklungsabteilung, als auch der Illustrator, der Dennis Lohhausen, wir haben gesagt, so, wir machen eine Welt, wo wir auch ganz viele Frauen zeigen, weil Ingenieuren, da gibt es auch ganz viele Frauen. Und die sind einfach für uns unterrepräsentiert und deswegen war es uns wichtig, wir packen da einfach ganz, ganz viele Frauen rein, eigentlich nur Frauen, und das funktioniert dann auch und es zeigt einfach, das Thema kann auch an der Stelle ein Statement setzen. Das stimmt, das finde ich auch sehr gut. Das ist ja ein Erstlingswerk vom Autor, nicht wahr? Wie kamt ihr zu dem Spiel? Also bei Corrosion war tatsächlich so,
Wir hatten eigentlich Spiele, an denen wir gerade gearbeitet haben, die sich halt ein bisschen verzögerten, weil wir in gewisse Knotenpunkten waren. Und Pegasus hatte dann zu Beginn der Pandemie gesagt, so, wir machen Designer Days. Und wie das so ist, Pegasus und DeepPrint sind wirklich gute Partner. Wir haben uns dann bei den Designer Days mit dazugesetzt, haben uns ganz, ganz viele Expertenspiele angeguckt. Und bei den allerersten Designer Days war der Stefan Bauer, der uns dieses Spiel präsentiert hat. Und wir waren sofort hooked, wir haben das genommen, wir haben das getestet. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das, da auch diesen Schwerpunkt reinsetzen konnten. Und wir haben dann in der zweiten Hälfte der Pandemie, wo ein paar Möglichkeiten gab, dann auch da die sehr viel Entwicklungsschwerpunkt reingesetzt und sehr viel Testzeit, damit wir dieses Spiel rausbringen können. Und ich kann auch verraten, wir haben beim zweiten und beim dritten Designer Day auch Prototypen mitgenommen, die jetzt bei uns in Entwicklung sind und die vielleicht dann in den nächsten Jahren kommen. Genau das wäre jetzt nämlich meine Abschlussfrage gewesen. Wir werfen ja immer einen Blick auf die Zukunft. Aber vorweg noch, du hast noch nicht gesagt, wann Corrosion erscheint. Das interessiert die Zuschauer wahrscheinlich auch sehr. Also Corrosion ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt das Interview führen, schon auf dem Boot. Wenn nichts dazwischen kommt, dann ist das im November im Hafen, muss kurz durch den Zoll. Aber wenn alles glatt läuft, bis Ende November habt ihr es im Laden. Genau, und dann kommen wir jetzt nochmal auf die Zukunft zu sprechen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, welche Art von Spielen in Kürze noch bei euch erscheinen werden, so viel du halt schon sagen kannst, darfst, willst. Also ich kann verraten, wir werden nächstes Jahr im Frühjahr auch wieder ein wunderbares Familienspiel haben von einem sehr bekannten Autor, der auch schon Auszeichnungen gewonnen hat. Wir werden ein ganz, ganz grandioses Expertenspiel haben, wo wir sogar so weit gehen konnten, dass unsere Entwicklungsabteilung ihren Namen als Autor mit drauf hat. Und wir werden zu Essen, wenn nichts schief läuft, zwei Neuheiten haben, wo wir auch zeigen, in dem Bereich können wir auch unseren Fußabdruck hinterlassen. Das war jetzt etwas vage, aber wer mich dann in einem Jahr anspricht, dem kann ich genau sagen, welche Spiele damit gemeint waren. Ja, aber immerhin, dann wissen wir schon mal, worauf wir uns dann später freuen können. Aber jetzt freuen wir uns natürlich erst über eure aktuellen Neuheiten und auch auf Corrosion. Und ich wünsche euch hier noch eine erfolgreiche, schöne Messe. Genießt die Zeit und ich bedanke mich bei dir wie immer ganz, ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid und dass ihr solche schöne Fragen gestellt habt.